Howdy und willkommen zurück in der Hauptmission U-Bahn Leichenhalle. Wir sind mehr oder weniger kurz vor dem Ende, haben eben einen heftigen Schlag auf den Kopf bekommen und sind dann wirklich One-Hit-mäßig hier Game Over gegangen. Gut, wir schicken mal kurz unseren Impuls los, sollen auf jeden Fall den Stromkreisunterbrecher wieder verbinden. Insgesamt 3 Bedrohungen gefunden. Ja, der Typ hier mit seinem Schild und mit seiner Axt, ja gut, okay, wenn man natürlich so eine Axt in den Kopf bekommt, das ist natürlich auch fies. Jetzt gucken wir mal, dass wir einen mit den Kameraden hier gleich außer Gefecht setzen. Indem wir auf seinen Tank schießen, hat gut funktioniert. So, wieso kann sich Mutti jetzt hier nicht decken an dem Teil? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Auf jeden Fall der Kamerad hier, Kamerad Schmalfuß, der ist echt kein Spaß. Oh, 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 oh. Jetzt aber nimm die Füße in die Hand, Mutti. Der Junge versteht keinen Spaß. Okay, was hat er denn für uns? Oh. Warte mal. Halt, Moment. Ich muss erstmal die moderne Softshell-Jacke aufheben, bevor ich mich um dich kümmere. Oh, der hat aber Angst. Der hat aber Angst. Na komm. Ah, hallo, hier drüben. Hier. Scheiß die Wand an. Es klappt tatsächlich. Kein Spannungsabfall mehr in Lower Manhattan. Noch ein paar Aktionen wie diese und wir sind im Geschäft. Gut, war mir ein Vergnügen. Achso, warte mal, habe ich jetzt hier unten noch irgendwie Loot über... Oh ja, nee, muss ich nochmal runter hier. Mutti hat Loot übersehen. Oh, Alter! Ah, zum Glück steckt ihr nicht viel ein, aber ihr steckt auch ganz schön aus. Eieiei, die Jungs mit ihrem Schild und ihrer Axt machen mich durchaus nervös. So, warte mal, wo muss ich denn eigentlich hin? Muss ich... Achso. Warte mal, vielleicht gibt es hier noch irgendwie Loot. Vielleicht muss ich hier erstmal gar nicht lang, sondern kann hier dann auch nach unten oder so. Auf jeden Fall gehe ich nochmal nach unten, um den Loot einzusammeln. Jetzt will ich aber hier nochmal gucken. Ne, da scheint es weiter zu gehen. Oh, in die immer begleitende Angst, irgendwelche Rucksäcke oder Kisten zu übersehen. Mit wertvollstem Loot, vor allem auf diesem Levelabschnitt, ganz sicherlich. So, wir gehen mal kurz da oben rum. Und dann gehen wir kurz nach unten, holen uns den Loot. Und dann schauen wir mal weiter. Au, aua, hallo. Oh, diese Aggressivität. Diese Aggressivität, die hier an den Tag gelegt wird. Wegen dem bisschen Viruspandemie. So. So, Loot hat er keinen fallen lassen, der Krapfen. Sehr gut, muss ich wenigstens nicht zu ihm rüberlaufen. Ah, unten liegt noch was für Mutti. Typ, Typ, Tülü. So, was habt ihr denn Schönes fallen lassen? Irgendwas habe ich da gesehen. Oh. Eine M249B. Eine neue... Oder, nee, ist ja keine Maschinenpistole. Ist ja Dingenskirchen. Ein Sturmgewehr. So, das können wir uns dann auch mal angucken. Muss ich jetzt hier weiter oder... Ach nee, hier okay, ist noch... Ah. Diese Schießerei, das waren Sie, oder? Ja, ja, das war ich. Ich glaube, dass Sie jemand gehört haben könnte. Den schweren Verdacht habe ich auch. So, wir gucken jetzt mal ganz kurz in das Inventar rein. Da gibt es nämlich einige neue Gadgets. Und gucken uns mal schnell die neue Waffe an, die ich dort bekommen habe. Also, was haben wir denn hier schön? Ist das die Schrotflinte, die ich habe? Das ist das Sturmgewehr. Okay, aber alles, was ich da gefunden... Habe ich das alles gefunden? Also, Mutti war ja fleißig. Ja, leck mich fett. Okay, grüne Waffen sind wahrscheinlich besser als graue. Ich interpretiere das, glaube ich, richtig. Aber die sind alle irgendwie schlechter als das, was ich schon habe. Stimmt das? Sieht schwer danach aus, ne? So. Meine Waffe ist die rechte, das M4 Polizeiversion. Stufe 5, Schaden 225. SPM. Ah, was ist das nochmal? SPM. Oh Mann, was ist das nochmal? Magazin 100, Magazin 30. Ah, schau mal, das Ding hat ein deutlich größeres Magazin, aber hat eben auch deutlich weniger Schaden. Also ich glaube, ich bleibe einfach bei der Waffe, die ich im Moment habe, aber alles andere scheint mir tatsächlich hier schlechter zu sein. Da kann ich ein bisschen was verkaufen oder zerlegen. So richtig blicke ich ja noch nicht durch, ne? Merkt ihr das? So... Und hier war aber doch bei der Schrotflinte auch irgendwas neu. Ach so, kann ich auch gegen was ganz anderes austauschen. Ah, schau mal, die sind aber alle angeblich besser.
Achso, SPS sind, glaube ich, Schüsse pro Sekunde, ne? Shots per second. Wenn ich das richtig interpretiere, ja klar, kommt natürlich deutlich mehr Munition raus innerhalb einer kürzesten Zeit aus dem M249B. Dieses Ding haut natürlich richtig rein, aber die Schrotflinte ist natürlich ziemlich geil für Nahkampf. So, genau. Und ach, hier an der Markierung sehe ich dann, glaube ich, das ist die Waffe, die ich ausgerüstet habe und auch schon ein bisschen verbessert habe. Deswegen. Okay, alles klar. Nö, dann bleibe ich erst einmal bei dem Darling, bin dann eigentlich relativ gut ausgestattet, aber hier, ein bisschen Rüstung. Ein bisschen Rüstung kann ich schaden, nachdem ich vorhin da mit einem Schlag niedergestreckt wurde. Hier siehst du mal, beschichteter Plattenschoner. Ich bin hier mittlerweile auch Stufe 6, rechts unten sehen wir das. Dann kann ich den nämlich ausrüsten, sehr schön. Den habe ich jetzt ausgerüstet, oder? Ja, habe ich. Okay. Ja, die Dinger kann ich jetzt erstmal alle als Schrott markieren, weil die alle schlechter sind. Hätte ich bei den Waffen auch machen können. So, schnittresistenter Holster, den nehmen wir auch. Ach, der hat ein bisschen weniger Ausdauer, aber ist an sich in den anderen Bereichen. Ne, was ist denn das? Ausdauer ist das nicht. Was ist denn die Batterie? Ah, was ist denn die Batterie? Auf jeden Fall ist er in der Kugelstoppwirkung, so interpretiere ich das mal, besser und sorgt auch für mehr Energie. Also dann wählen wir den auch auf. Alles andere markieren wir hier als Schrott. So, und dann noch ein kurzer Blick in die Handschuhe. Natürlich, unsere wundervollen Tracking-Handschuhe. Was verbessern die denn? Ach, die verbessern die Energie. Die Energie oder die Ausdauer? Eine Batterie könnte Energie bedeuten. Und das Ding hier? Ach komm, wir nehmen ihn mal. Wir nehmen ihn mal. Oh, der ist ja sogar blau. Was heißt denn blau? Blau? Blau ist wahrscheinlich. Oh ja, spezialisiert. Jetzt haben wir es hier. Schau mal. Graue Gegenstände sind gebraucht, also. Ja, unterer Standard. Grün sind einfach Standardausrüstung. Und Blau ist bereits spezialisiert. Hat nämlich da unten ein paar ganz nette Werte hier. Fertigkeitsimpulsgeber, kritischer Trefferschaden wird erhöht. 66 plus Präzisionsgewehrschaden. So ein bisschen Gimmicks sind dabei. Alles ganz nett. Gucken wir uns bei Gelegenheit nochmal ein bisschen näher an. Will ich euch jetzt auch nicht weiter langweilen. Wir haben hier einen Kampf zu gewinnen. Warnung. So. Feinde nähern sich ihrer Position. Wie viele sind es? Drei. Oh, ne, warte mal. Erstmal wieder die Schrotflinte weg, Mutti. Und. Schade. Ah doch, hat funktioniert. Alles klar. Moment. Nicht auf die Frau schießen, bitte. Schön aus der Deckung. Ja, hat funktioniert. Hat hervorragend funktioniert. So, vielleicht nimmt er den nächsten auch noch mit Leidenschaft. Oh, Mutti muss nachladen. Taktisch unklug. Ja, lauf ruhig. Lauf ruhig, mein Junge. So, und du kommst jetzt mal hoch. Oh, Alter! Ah, Ah, wo kommt der denn her? Alter! Wow, 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 Alter, Gänsehaut am ganzen Körper. Mutti muss nachladen. Wow, da wenn ich die Schrotflinte. Alter Falter, hat mir der Junge einen Schock versetzt, ey. Wo kam denn der auf einmal her? Meine Fresse. Boah, ist nichts für einen alten Mann hier, du. Eieiei, ein Schockmoment nach dem anderen, aber wenigstens die Munitionskiste wird nie leer. Den alten Mann hier nicht so schocken. So, noch jemand? Sie betreten jetzt kontaminiertes Gebiet. Alter Falter. So, was haben wir denn hier Schönes? Kann man hier irgendwie. Nee, runterklettern kann man nicht. Will man auch nicht. Ist alles kontaminiert. Obwohl, doch, da unten will man vielleicht runter. Da unten will man vielleicht runter, weil man vielleicht was findet. Aber auch nur vielleicht einen Haufen Leichensäcke. Ansonsten wenig spannend. Oh, hier. Das ist so eine Ecke. Hier muss was sein. Hier muss was sein. Hier ist nix. Ungewöhnlich. Gut, dann gehen wir weiter nach oben. Hast du nachgeladen, Mutti? Nee, hast du nicht. Dann mach mal schnell. So, Ladies and Gentlemen. Das haben wir ja gerade mal so gekommen. Wir pfeifen uns hier nochmal Medipack rein, um voller Energie zu haben. Kann nämlich gut sein, dass ich das vorhin auch schon überlebt habe. Übersehen habe, denn der Typ vorhin mit der Axt hat mich ja wirklich auf einen Schlag erledigt und der eben nicht.
Deswegen gehe ich mal davon aus. Oh, oh, oh. Starker Gegner, starker Gegner. Lila Gegner, starker Gegner. Oh, 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 Mutti. So. Geh mal auf die Schrotflinte. Was hältst du denn davon? Scheiß Idee, scheiß Idee. Oh nein, Mutti. Nein, Mutti. Oh nein. Ah, ist ja wundervoll, dass der Tech-Flügel einsatzbereit ist. Nützt mir bloß nicht viel. Das war natürlich okay, doof. Okay, diese Schießerei, das waren Sie, oder? Dachte ich mir. Ich glaube, dass Sie jemand gehört haben könnte. Ja, nicht nur die Schießerei war ich, sondern auch die brennende Flau, die da durch die Gegend gerannt ist. So, kennen wir alle schon. Okay. Also jetzt nochmal ein bisschen mehr Konzentration. Wenn man alleine unterwegs ist, ist das halt dann doch ein bisschen knackiger. Feinde nähern sich ihrer Position. So, jetzt lasse ich euch mal kommen dieses Mal. Also die Brandgranaten sind echt richtig fies, ne? Die sind echt richtig, richtig fies. Aber ganz gut im Griff, die Situation hier. So, immer schön in Deckung bleiben. Kurz raus, kurzer Feuerintervall und weiter geht's. Genauso läuft der Hase. So. Alles klar, die Energie ist noch voll. Das ist schön, wenn der eine Balken nicht komplett leer wird. Dann füllt er sich nämlich nach einer Zeit wieder auf. So, und jetzt ein bisschen mehr Concentration. Oh, 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 lauf, Mutti! Oh, diese Brandgranaten. Also, wollen wir erstmal wieder schön hier in Deckung, ne? Das hat uns nämlich eben schon das Leben gekostet. Erstmal schön hier. Aua, aua, da kann aber einer gut zielen. Ist da ein Sniper dabei? So, erstmal wieder die Energie vollladen lassen. Und dann holen wir uns jetzt einen nach dem anderen. Okay, vier Leute sind's. Gut, jetzt sind's noch drei. Wie war das mit den 10 kleinen Jägermeistern? Komm hoch, komm zu Mutti. Aber wo ist denn der Lina, ne? Vorhin war doch dein Lina, ne? Hat er sich beinahe selber am Brand gesetzt, der Idiot. Gut. Da ist er. Aber wir kümmern uns erstmal ums Fußvolk. Lass den da unten ein bisschen spazieren gehen. Obwohl, wenn ich ihn so schön erwischen kann von hier, kann ich ihn auch schon mal ein paar Kugeln versetzen. So, hier. Schlechte Deckung. Obwohl, nee, ich schieße auf eine Plastikplane. So. Wie wäre es denn mal mit einer Granate? Na, ich sehe bloß nicht so wirklich, ob ich ihn erwische, ne? Ach nee, ich wische ihn eben nicht. Warte mal, ich könnte aber... Nee, das ist mir zu weit weg. Ich sehe nicht, wo ich sie hinwerfe. Okay, und die Jungs trauen sich nicht wirklich ran, also muss ich zu ihnen kommen. Na komm. Nee, komm, es bringt nichts. Die kommen nicht her. Also komme ich zu euch. Ich probiere es nochmal kurz von hier. So, jetzt könnte ich auch nochmal schnell eine Granate probieren, nachdem ich nachgeladen habe. Hat bedingt funktioniert. Zumindest habe ich ihn aus der Deckung rausgelockt. So, damit ist der schon mal erledigt. Und dich kriegen wir auch noch. Dich kriegen wir auch noch. So eine harte Nuss bist du jetzt nicht. Aber du bist auch nicht so schlau, direkt zu mir herzukommen. So. Oh. Hab mich zu früh gefreut. Klettern kann er. Klettern kann er ja gut, ne? So, bleib mal ruhig hinter deinem Zaun. So, wenn ich ihn einmal hinten an seinem scheiß Kanister erwischen könnte, ne, dann wäre das Thema relativ schnell erledigt. Aber das Mutti irgendwie gerade nicht gut genug. Ach
komm, der ist doch Geschichte. Hier, siehst du. So. Oh, noch einer. Wie sieht's aus? Schicken wir mal einen Impuls los, aber... Sieht gut aus. Okay, keine Bedrohung gefunden. Das Medipack können wir gebrauchen. So, wie sieht's aus? Irgendwelche Kisten, Rucksäcke für uns versteckt? Nur helle Lichter, die uns blenden. Aber hier, hier ist so ein prädestinierter Raum, oder? Nee, aber ein sehr dunkler Raum auch. Seht ihr eigentlich mehr in dem Raum, als ich sehe? Ich sehe gar nichts. So gut wie nicht. So, wahrscheinlich noch geblendet von dem Scheinwerfer. Ach, dieser Realismus ist so unglaublich. So, warte mal, ihr kamt doch hier von hier unten, ne? Dann gibt's doch hier irgendwas, oder? Nee? Nee, okay, nicht jede Ecke in diesem Spiel ist auch eine Ecke mit Loot. So. Hätte ja sein können. Oh, hier kann man hochklettern. Was ist denn hier? Oh, hier kann man hochklettern. Schwerverdächtig, schwerverdächtig. Explorer McRalf auf Suche. So, warte mal hier. Achso, ne, hier geht's aber nicht weiter. Hier geht's wahrscheinlich bloß in einen komplett anderen Levelabschnitt. Aber wir können ja trotzdem mal einen interessierten Blick um die Ecke werfen. Ja. Jetzt das kontaminierte Gebiet. Hat sich gelohnt. Schwere Schutzhandschuhe. Es ist Weihnachten, Ladies and Gentlemen. So, achso, alles annehmen. Ich muss natürlich auch erstmal aufsammeln, ist auch klar. Warum geht das nicht? Doch, geht. Super Sache. Dann rüsten wir die doch gleich mal aus. Tschakalaka. Stecke ich auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr ein. Sehr cool. Typ-Typ-Tülü. Schon mal. Haben wir schon mal einen blauen Gegenstand. Am Anfang des Spiels freut man sich ja über jede Kleinigkeit. Und wir lernen wieder, es lohnt sich, Leitern zu betreten. So. Einmal runter, schwuppdiwupp. Und hier geht's weiter. Oh ja. Das ist jetzt, ah ja, das ist jetzt das fiese Gebiet. Das war natürlich letztens im Koop richtig nice, weil dann konnte ich das Ding nämlich ganz entspannt an sein Ziel transportieren. Warnung. Feinde nähern sich ihrer Position. Während mir jetzt natürlich hier die Gegner einheizen. Also legen wir das Ding erstmal wieder ab, ne? Oh shit, ich kann das nicht ab... Kann ich das nicht ablegen? Ey, doch, wenn ich in Deckung gehe. Okay, alles klar. Nee, aber das wäre jetzt schon ein bisschen mit der Handfeuerwaffe, das wäre jetzt ein bisschen stressig geworden. Gut, lieber mal den Impuls losjagen, nicht, dass plötzlich wieder so eine Axt im Rücken steckt. Keine Bedrohung gefunden, na gut. So, dann nehme ich das Ding erstmal mit unseren Koffer und trage ihn ein paar Meter weiter. Weit werden wir wahrscheinlich nicht kommen, ne? Rennen können wir auch nicht. Wundervoll entspannte Situation. Ach, hier ist er, komm. Oh, oh, oh. Feinde nähern sich ihrer Position. Immer schön nachladen. Oh, kommt ein Axtmensch. Oh ja, shit. Da kommt ein Axtmensch. Und zwar sowas von. Und noch einer. Oh, schnell die Waffe gewechselt. Das war genau die richtige taktische Entscheidung. So, mal schnell alles nachladen, bevor es weitergeht. So. Und auf das Köfferchen. Das gibt einen ordentlichen Bizeps-Modi. So, wo müssen wir hin? Da hoch müssen wir. Warum zeigst du mir an, dass ich da runter muss? Willst du mich jetzt verarschen? Ich glaube, du willst mich verarschen. Warte mal. Den Stromkreisunterbrecher wieder verbinden. Den Stromkreisunterbrecher wieder verbinden. Zweimal. Ihr wollt mich echt veräppeln, oder? Sind da jetzt zwei Geräte, die ich aktivieren muss, oder? Alter, was geht denn? Habe ich den Koffer jetzt umsonst hier hochgeschleppt? Also ich erinnere mich noch an die Beta. Definitiv, da haben wir doch
Was wollt ihr denn von mir? Was? Hä? Du willst mich verarschen. Du willst mich verarschen. Warte mal, ich leg den Koffer jetzt hier mal ab. Ach so, nee, geht aber nicht. Warte mal. Das zeigt er mir nur an, wenn ich den Koffer aufhebe. Aber wo soll ich denn hin? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich bin hier? Willst du mich veräppeln? Ich glaube, das Spiel will mich verarschen. Also sieht mir ganz schwer nach einem Bug aus, deswegen laufen wir jetzt hier einfach mal weiter. Hauptsache umsonst zurückgelaufen. Und ich bin dann doch baff, dass diese einzelnen Story-Missionen sich dann also tatsächlich über einen stolzen Zeitraum erstrecken. Ich hatte irgendwo mal gelesen, dass die Missionen so 20 bis 30 Minuten dauern. Also ich bin ja jetzt alleine bei der Hauptmission jetzt schon bei 2 Videos und roundabout 40 Minuten. Aber es dauert halt alleine, also es ist alleine machbar, wirklich ohne Probleme, wenn man ein bisschen die Augen offen hält und guckt, dass einem keiner in den Rücken fällt, aber ansonsten dauert das halt einfach sehr, sehr lange, weil die Gegneranzahl ist wahrscheinlich dieselbe. So, also hier ist auf jeden Fall ein Gerät, Komponente einsetzen. Aktivieren Sie das Energierelais. Ich glaube, das war echt ein Bug, dass er mir das andere Gerät nochmal angezeigt hat. Ja, so ein Kack. So, wir gucken mal kurz in die Nebenräume. Ach, hier ist es mal. Mit Licht geht doch alles wirklich völlig entspannter. So, es geht weiter. Und irgendwo müsste ja dann auch dieser fette Endgegner kommen. So, erstmal Munition. Munition ist auch gut. Wundervoll. So. Je früher wir aus dieser Gruft rauskommen, desto besser. Ah, das ist es, das Zielgebiet. Test. Mein Gott, ist das Ding laut. Okay, ich mach mich jetzt im Kontrollraum an die Arbeit. Kleines Update von mir. Es wird gleich echt schnell echt dunkel. Der Strom fließt nur zur Basis, wenn ich neu boote. Also wird alles für eine Minute runterfahren. Bei den Generatoren haben sie aber richtig hingelangt. Der letzte große Hurrikan hat der Beschaffung wohl zu denken gegeben, denn diese Babys halten einiges aus. Widerspenstige Biester, aber vielleicht haben wir Glück. Ja, und gleich bricht die Hölle über uns herein, Ladies and Gentlemen. Aber warum wird mir immer noch angezeigt, dass ich einen Stromkreisunterbrecher verbinden soll? Ich dachte, um die hätten sie sich gekümmert. Habe ich wirklich einen Stromkreisunterbrecher übersehen? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Gut. Auf jeden Fall geht es jetzt erstmal zur Sache, ne? Ach, da unten sind sie. Okay. Der Mann mit der Axt. Der Mann mit dem Flammenwerfer. Ich hatte Angst gekriegt, ne? Als er gesehen hat, was seinem Kumpel passiert ist. So, genau dasselbe passiert hier auch. Willkommen im Nirvana. So. Gut, die kommen jetzt natürlich aus allen Ecken. Wahrscheinlich kommen sie dann irgendwann jetzt auch mal hinter mir raus, ne? Cool ist wirklich, wenn man sie... Man kann sie also wirklich sehr gut ins Sperrfeuer nehmen, denn wenn man sie trifft, bleiben sie nämlich kurz stehen und können sich dann nicht mehr bewegen. Das ist wirklich sehr, sehr cool gemacht hier im Spiel. So, jetzt muss ich immer aufpassen, dass sie nicht plötzlich hier durch die Tür durchkommen. Was spricht das Radar? Die Seite. Einfach mal reinhalten, ne? Genau. So, wichtig sind immer die Nahkämpfer. Oh, da ist ja ein Violette dabei. Okay, alles klar, Vorsicht. Der Typ bleibt weit weg, das ist auch gut so. Gut, er brennt. Wenn er brennt, ist gut. Kurz nicht schießen, muss nachladen. So, das hat jetzt einen Haufen Munition gekostet.
Und das tat richtig weh. Das tat richtig weh. Sagen Sie mir, dass das Ihre Leute in dem Aufzug sind. So, da gibt's ein bisschen Loot. Wir haben sonst niemanden vor Ort. Dann sind es Cleaners. Und ich bin ein Dietrich-Set. Sehr cool. Oh je. Yeah. Oh, und da kommt Big Daddy. Genau den habe ich noch in Erinnerung. Shit. Das war schlecht gemacht von mir. Wow, 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 wow. Renn! Oh. Der hat nämlich einen richtig fetten Flammenwerfer. Aber der hat auch Kanister, die man an ihm zerschießen kann, um ihm ein bisschen Herr zu werden. Aber ich muss mich erstmal hier ums Fußvolk kümmern. Nur. Wow, 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 wow. Alter. So, schnell das Medipack zünden. Und ich habe ja auch noch ein paar andere Gadgets, ne? Nein, das war nicht doof. Das hat natürlich tatsächlich einfach mal gar nichts gebracht. So, jetzt schnell vorbeirennen, ohne dass er dich erwischt. Oh, das ist natürlich alleine richtig fies. Ich hoffe bloß, dass von diesem Kanonenfutter jetzt nicht ständig was hinterherkommt. Ah, Mutti, renn! Immer schön die Seite wechseln, dass er dich bloß nicht mit seinem Flammenwerfer erwischt, deswegen auch dafür sorgen, im besten, dass er unten bleibt. Schön die Granate. Und noch eine. Und weiter, Mutti. Wir kriegen das hin. Schön tapfer bleiben. Zwischendrin mal nachladen. Aua. Leichte Brandwunde am Hintern. Aber das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir schon hin. Keine Sorge, Volksversorge. Oh, 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 viel zu nah, viel zu nah, viel zu nah. Aber es kommt zumindest kein Kanonenfutter mehr hinterher. Das heißt, eigentlich müssten wir ihn jetzt eigentlich ganz entspannt packen können hier. Das Schild haben wir ihm auch schon fast weggeballert. Ah, sehr schön. Zweiten Kanister zur Explosion gebracht. Ja, läuft doch. Gut, sehr schön. Das hat dann doch relativ gut geklappt. Mit ein bisschen Konzentration ist das Spiel also durchaus auch alleine machbar. Immer schön Stellungswechsel versuchen, dass einem keiner in den Rücken reinläuft und alles wird gut. Gut, was soll ich? In den Aufzug soll ich? Okay. Und immer noch steht da oben den Stromkreisunterbrecher wieder verbinden. Als hätte ich tatsächlich irgendwas übersehen in dem Level. Ich bin mir nicht sicher, ob ich tatsächlich was übersehen habe, ob es ein Bug ist. Vielleicht kommt da jetzt auch noch was. Vielleicht muss ich jetzt auf dem Rückweg noch was machen. Tech-Flügel einsatzbereit. Captain Roy Benitez wurde gerettet und kehrt in die Operationsbasis zurück. Wundervoll. Agent, das Stromnetz scheint wesentlich stabiler zu sein. Dank Ihnen sind wir zurück im Geschäft. Rhodes ist schon auf dem Weg und braucht keine Eskorte. Wir sprechen uns, wenn Sie wieder hier sind. Ja. Flüchten konnte er nicht, aber einfach mal ganz entspannt alleine durch New York City laufen, das ist kein Problem für ihn. Gut, wir haben es auf jeden Fall geschafft. Sehr coole Sache, auch wenn es ein bisschen länger gedauert hat. Wenn es mal wieder länger dauert, ne? Dafür sind wir mal in einer anderen Ecke von New York City, die wir so auch noch nicht kennen. Gut, alles klar. Lange Rede, kurzer Sinn. Das war die Hauptmission. U-Bahn-Leichenhalle in zwei Teilen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es kommt auf jeden Fall noch einiges mehr. Die nächsten Videos sehr wahrscheinlich wieder mit Robli zusammen.
Und dann durchforsten wir wieder gemeinsam das feindliche New York City. Alles klar. Danke euch erstmal fürs Reingucken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zugucken. Hat's euch gefallen, freue ich mich immer über ein Däumchen nach oben und über Kommentare unter den Videos, die ich auch fleißigst beantworten werde. Wollt ihr mir eine richtig große Freude machen, dann klickt doch einfach rechts unten aufs Kanallogo und abonniert McRalf Gaming. Mir macht eine Freude, ihr bleibt immer up to date, wenn ich neue Projekte hochlade. Und dann bleibt mir an dieser Stelle nur noch ein großes Dankeschön auszusprechen, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid. Und wir sehen uns dann hoffentlich in einem der nächsten Videos wieder. Ich danke euch, bis zum nächsten Mal. Tschüss.